Hallo ihr Lieben und wie schön, dass ihr wieder reinschaut zu einer neuen Tea Time. Ja, es ist endlich wieder soweit. Ich habe wieder drei Spiele für euch vorbereitet und ich hoffe, ihr habt wieder jede Menge Spaß beim Mitraten, Mitspielen, Mitmachen und habt eine gute Unterhaltung. An der Stelle auch vielen Dank an Katja, Motte und Olli, die mir ihre Stimme geliehen haben für diese Folge. Was genau das ist, das werdet ihr gleich noch sehen. Wir starten wie immer mit dem ersten Spiel. Für alle, die zum ersten Mal die Tea Time schauen, noch ein paar kleine Infos. Es gibt immer drei Spiele, bei denen ihr unterschiedlich Punkte sammeln könnt. Heute wird es ein Quiz geben, ein Stimmengewirr geben und die Ausgabe, weihnachtliche Ausgabe eines Spieles, was ihr auch vielleicht kennt. In diesen einzelnen Spielen könnt ihr unterschiedliche Punkte sammeln und am Ende ja, könnt ihr gerne unten in die Kommentare eure Punktzahl schreiben. Wie immer aber ist mir vor allem wichtig, dass ihr Spaß habt und dass euch ja, die Spiele ein bisschen Freude bereiten. Das erste Spiel, was ich mit euch spielen möchte, ist Pub-Quiz, das fast unlösbare Bilderrätsel. In diesem Spiel habt ihr ganz viele Bildkarten und ihr seht immer ein Foto bzw. eine Grafik, die zu einem bestimmten Thema passt. Also hier zum Beispiel hätten wir jetzt so Filme und Serien dieses Bild. Und ihr solltet jetzt anhand des Bildes schon erraten können, um welchen Film oder welche Serie es sich handelt. Wenn ihr das sofort schafft, dann gibt es die meisten Punkte, nämlich in dem Fall zwei, weil es recht einfach ist. Wenn ihr aber noch folgenden Hinweis dazu braucht: alles durcheinander. Ein verrückter Wissenschaftler auf der guten Seite, ein Geheimagent, wie Herr Auffälliger, nicht agieren könnte. Und eine Parallelrealität, in der das Vereinigte Königreich noch irgendwie global bei den ganz Großen mitmischt. Der Bösewicht mit der Persönlichkeitsstruktur einer Elster erwartet vom Helden hauptsächlich aus dem Leben zu scheiden. Der dafür vorgesehene Laser wurde erst 4 Jahre zuvor entwickelt. Der Film wird als maßgeblicher Teil der Serie betrachtet. Den wunderbaren Titelsong sang Shirley Bassey, komponiert von John Barry. Sogar der junge Jimmy Page, später Led Zeppelin, war beteiligt. Gesucht war hier der erste Oscar-prämierte James Bond, Teil nämlich Goldfinger. Hättet ihr es quasi schon nur anhand des Bildes erraten, hätte es diese 2 Punkte gegeben, mit dem Hinweis dann noch einen. Und so werde ich euch aus Film und Serien, aus Buch, Bühne und Geschichte und aus MusikinterpretInnen ein Beispiel geben und ihr könnt entsprechend Punkte sammeln. Also viel Spaß jetzt beim fast unlösbaren Bilderrätsel. Das ist das erste Foto. Ich lasse es einfach mal kurz auf euch wirken und hoffe, dass vielleicht der ein oder andere das schon direkt erraten kann. Gesucht sind hier MusikinterpretInnen. Also, falls ihr jetzt sofort schon wisst, was sich dahinter verbirgt, könnt ihr euch, wie unten im Bild angegeben, 2 Punkte notieren. Und hier noch ein Tipp. Ihre Kennenlerngeschichte passt in die Zeit. Sie trafen sich erstmals im Meditationskurs. Ihnen sollten nur wenige Jahre bleiben, die sie mit Bluesrock und Psychedelic Rock füllten. In ihrer Anfangszeit waren sie Hausband des Clubs Whiskey A Go Go in Hollywood. Ihr Hit The End verarbeitete eine Trennung, hat aber auch irritierend ödipale Zeilen. Sie spielten ihn aus guten Gründen zum Abschluss ihrer Konzerte. Im Film Apocalypse Now spielt das Lied eine wichtige Rolle. Bekannt ist auch die Vertonung eines Brecht-Weil-Klassikers. Während Frontmann Jim improvisierte und durch exzentrisches Auftreten die Aufmerksamkeit auf sich zog, spielte Ray Manzarek im Hintergrund 2 Instrumente gleichzeitig und sang ab und zu dazu. Bewundern wir die falsche Persönlichkeit? Jim starb zügig, was für die Legendenbildung natürlich günstig war. Oliver Stone drehte 1991 eine Bandbiografie mit einem erstaunlich guten Val Kilmer in der Hauptrolle. Nicht nur optisch sah am nah am Original, nein, auch die Lieder sang er im Film selbst. Chapeau. Wenn ihr jetzt erraten habt, welche Band sich hinter diesem Bild verbirgt, dann bekommt ihr einen Punkt. Die Lösung gesucht war The Doors, also die Türen.
Sänger Jimmy Morrison ist ein prominentes Mitglied des Club 27. Heute liegt er in Paris auf dem Friedhof Père Lachaise. Das war Runde 1. Ich hoffe, ihr konntet wenigstens einen Punkt sammeln, dass ihr mithilfe vielleicht des Hinweises dann drauf gekommen seid. Wir gehen in die nächste Kategorie. Das Rätsel ist ein bisschen schwieriger. Deswegen gibt es 3 Punkte, wenn ihr es gleich schon anhand des Bildes erraten könnt. Und wir sind im Bereich Buchbühne und Geschichten. Falls ihr es noch nicht erraten habt, hier der erste Hinweis. Marcel Reich-Ranicki wollte sich zum Autor nicht äußern. Das war selten, ist aber in dieser Form wohl auch eine Aussage. Der Autor bedankte sich mit der Figur Büchernörgler, aber nicht im gesuchten Buch. Unsere Hauptfigur ist in Hannover durch eine schöne Skulptur von Ulrike Enders verewigt. Solltet ihr es jetzt wissen, dann bekommt ihr immerhin noch 2 Punkte. Und der zweite und letzte Hinweis, das bringt euch immerhin noch einen Punkt, wenn ihr es jetzt erraten habt. Die Geschichte zeigt, wie wichtig das Zuhören ist. Eine Nebenfigur ist auch im Himmel zu finden. Man kann sich von Texten verzaubern lassen, ihn aber auch als bissige Zivilisationskritik lesen. Zumindest spürt man darin die Hoffnung, dass eine bessere Welt möglich ist. Eine neuerliche Lektüre ist auf jeden Fall gut investierte Zeit. An anderer Stelle setzte sich der Autor gegen technokratisches Denken ein. Man kann ihm vorwerfen, dass er mit seinen Geschichten nicht immer zum Schluss kam. Falls ihr es jetzt erraten habt, dann habt ihr noch einen Punkt und hier kommt die Lösung. Gesucht war Momo. 1973 ist neben Die unendliche Geschichte das bekannteste Werk von Michael Ende. Wenn ihr also sofort wusstet, um was es geht, habt ihr 3 Punkte, ansonsten 2 oder einen, je nachdem, wann ihr das Ganze erraten konntet. Jetzt wird es noch ein bisschen kniffliger, denn wir kommen jetzt in den Bereich Film und Serien und wir starten mit 4 Punkten, wenn ihr jetzt gleich schon anhand des Bildes wisst, welche Filme oder Serien gesucht sind. Und hier der erste von insgesamt 3 Hinweisen. Wenn ihr es jetzt gleich nach diesem Hinweis wisst, gibt es noch 3 Punkte. Hobby-Innendekorateurinnen bieten auch ihrer schicken Villa ein Umstyling an, ganz ohne Termin. Thematisch kreist der Film um politisches Engagement, Moral, Vertrauen, Freundschaft und Liebe. Der Film trat bei den Filmfestspielen von Cannes an und wurde bejubelt. Auch von Leuten, die zu viel Geld haben. Und der zweite Hinweis. Das Leben einer jungen Frau wird durch Umstände immer prekärer, wenngleich es zur Wahrheit gehört, dass sie selbst die Ereignisse in Gang gesetzt hat. Spontan statten sie jemandem einen Besuch ab. Wir sehen eine Buttermilch-RAF, die nur aus Versehen jemand entführt. Ein Darsteller ging diesen Weg in einem anderen Film bis zum bitteren Ende. Auch die Schauspielerin sollte sich beruflich nochmal mit politischem Widerstand befassen. Jedes Herz ist eine revolutionäre Zelle. Falls ihr es jetzt erraten habt, dann habt ihr noch 2 Punkte. Und der letzte Hinweis, der euch vielleicht noch helfen kann, einen Punkt zu bekommen. Bittere Wahrheit. Manche Menschen ändern sich nie. Solltet ihr es jetzt erraten haben, gibt es noch einen Punkt. Und hier kommt die Lösung. Gesucht war der Film Die fetten Jahre sind vorbei von Hans Weingartner 2004. Das war das erste Spiel der Tea Time, das Pub-Quiz. Hier sind, ich muss gerade mal schauen, ob es hier drauf steht, 200 schräge Bilderrätsel, die noch deutlich schwieriger sind als das, was ich euch jetzt gezeigt habe. Wirklich teilweise fast unlösbar. Bei manchen Sachen auch wirklich Filme oder Sachen, die ich gar nicht kenne, also wo ich dachte, da würde ich sowieso nicht drauf kommen. Aber wenn ihr solche Arten von Bilderrätseln mögt, dann kann ich euch dieses Spiel wirklich nur ans Herz legen. Insgesamt konntet ihr jetzt in diesem ersten Spiel schon 9 Punkte sammeln und jetzt geht's weiter zu Spiel Nummer 2. Spiel Nummer 2 auf dem Spieleabend ist ein Spiel, das eigentlich so entstanden ist, weil es immer wieder lustig ist, im Spieletreff zu sitzen und so ein bisschen den Gesprächen auch der anderen Tische zu lauschen. Oder man vernimmt dann so einzelne Sätze und denkt nur so, das sind Gespräche, die kann nur ein Brettspieler führen.
Und daraus ist das Spiel auf dem Spieleabend entstanden, denn wir hören gleich wildes Stimmengewirr, viele Einzelsätze und darin versteckt sind eine ganze Anzahl von Brettspielen, die gespielt werden. Das heißt, Leute sagen typische Sätze eines Brettspiels. Und wie es aber eben auf so einem Spieleabend ist, das Ganze ist ein bisschen durcheinander und ihr müsst eifrig hören. Das Ganze kommt mehrfach hintereinander. Das heißt, ihr werdet immer zwischendrin so einen kleinen Gong hören. Dann wisst ihr, jetzt geht das Ganze nochmal von vorne los. Insgesamt wird das Ganze dreimal gezeigt oder beziehungsweise gehört. Und dann bin ich gespannt, was ihr erraten konntet, welche Spiele sich denn dahinter verbergen. Ach nö, du kannst da jetzt deine Eisenbahn nicht hinbauen. Da wollte ich lang. Ja, Whisky, super. Oh, jetzt kriege ich das Ding schon richtig, sonst kriege ich kein Plättchen mehr für meinen Rover. Also jetzt dreh, komm, noch eins weiter. Okay, noch eine Batterie, dann fliege ich los. Ah, wie? Ja, mit der Katze. Ich hatte doch extra alle Zutaten. Das sind Bissarde, keine Adler. Und deine Lachse, die können so nicht schwimmen. Kann ich immerhin noch Wodka machen. Deshalb der ganze. Also ich muss mir kurz überlegen. Ich muss von Sebastopol nach Erzurum. Dafür ist dein Himmelreichweite gar nicht weit. Und nach Sochi. Nein. Mein Alpha-Wolf kannst du auch nicht unterwerfen. Ach nö, du kannst da jetzt deine Eisenbahn nicht hinbauen, da wollte ich lang. Ja, Whisky, super. Oh, jetzt da kriege ich ein Schaf ja noch richtig, dazu. Sonst kriege ich kein Plättchen mehr für meinen Rover. Also jetzt dreh, komm, noch eins weiter. Okay, noch eine Batterie, dann fliege ich los. Ah, wie? Ja, mit der Katze. Ich hatte doch extra alle Zutaten. Das sind Bissarde, keine Adler. Und deine Lachse, die können so nicht schwimmen. Kann Wodka machen. Deshalb der also, ich muss mir kurz überlegen. Ich muss da von Sebastopol nach Erzurum und nach Sochi. Nein, meinen Alpha-Wolf kannst du auch nicht unterwerfen. Ach nö, du kannst da jetzt deine Eisenbahn nicht hinbauen, da wollte ich lang. Ja, Whisky, super. Oh, jetzt da kriege ich ein Schaf ja noch gratis richtig, dazu. Sonst kriege ich kein Plättchen mehr für meinen Rover. Also jetzt dreh, komm, noch eins weiter. Okay, noch eine Batterie, dann fliege ich los. Ah, wie? Ja, mit der Katze. Ich hatte doch extra alle Zutaten. Das sind Bissarde, keine Adler. Und deine Lachse, die können kann so nicht schwimmen. Noch Wodka machen. Deshalb der also, ganze ich muss mir kurz überlegen. Ich muss da von Sebastopol nach Erzurum und nach Sochi. Nein. Mein Alpha-Wolf kannst du auch nicht unterwerfen. Insgesamt waren in diesem kunterbunten Spieleabend 9 Spiele versteckt. Und welche das sind, könnt ihr jetzt hier lesen. Zugegeben, von Zug um Zug gab es 2 Varianten, aber vielleicht habt ihr ja tatsächlich auch erkannt, dass das eine Zug um Zug Europa war. Für jede richtige Antwort könnt ihr euch jetzt hier einen Punkt notieren. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Spiel. Im Hintergrund ist es schon aufgebaut, weil das im letzten Jahr euch auch so viel Spaß gemacht hat, habe ich nochmal 3 Runden Pictures, die Xmas Edition, rausgesucht. Und hier geht es immer darum, dass ich aus 4 Bildern euch eins baue mit dem entsprechenden Material. Und ihr müsst einfach erraten, welches Bild es denn ist. Danach gibt es immer die Auflösung und auch da seht ihr oben am Rand die Punktzahl, die ihr bekommen könnt für die richtige Antwort. Viel Spaß jetzt bei Pictures Christmas Edition. Thank you.
die letzte Tea Time für das Jahr 2023. Natürlich freue ich mich auch im neuen Jahr wieder auf neue Folgen. Und natürlich freue ich mich auch, wieder neue Spiele mir für euch auszudenken, vorzubereiten und euch dann hier zu präsentieren. Ich bin gespannt, wie viele Punkte ihr sammeln konntet. Lasst mich das gerne wissen. Gebt auch gerne diesem Video einen Daumen hoch, teilt es fleißig und, falls noch nicht geschehen, abonniert gerne meinen Kanal. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderbare Zeit zum Jahresausklang, eine tolle Advents- und Weihnachtszeit und dann schon mal an dieser Stelle einen guten Rutsch ins neue Jahr. Aber ich bin mir ganz sicher, wir sehen uns noch in dem ein oder anderen Video.